Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich für euch wieder einen Schutzcase und zwar für das 2020er MacBook Pro mit dem Apple M1 Chip bei mir. Die Hülle ist aber nicht nur mit dem M1 MacBook Pro kompatibel, sondern auch mit allen anderen 2020er 13 Zoll MacBook Pros. Geliefert wird sie von Amazon in einer Schutzfolie und die Hülle selbst ist nochmals in Plastik eingepackt. Sie kostet ca. 15 Euro. Das Plastik lässt sich leicht entfernen. Im Lieferumfang ist einmal das Oberteil und einmal das Unterteil, wo Luftschlitze eingearbeitet wurden und auch vier Füße sind, damit das MacBook einen rutschfesten Stand hat. Beides ist transparent und hochglänzend, mir persönlich gefällt das recht gut. Die Montage ist relativ einfach, die Unterseite wird als erstes hinten beim Luftausglas hineingeschoben und dann nur noch vorne reingeklipst. Dann hält sie auch schon. Die Oberseite wird ebenfalls als erstes hinten auf das Aluminium geschoben und dann vorne einfach nach unten gedrückt. Schon ist das MacBook gut gegen Kratzer und leichte Stöße geschützt. Auf den Boden sollte es aber auch mit dieser Schutzhülle nicht fallen. Wie ihr seht, spiegelt das MacBook Pro nun sehr stark, was vielleicht nicht jedem gefällt. Es ist nun auch etwas dicker und schwerer geworden, wobei mich die Dicke weniger stört, da es trotzdem noch sehr dünn ist. Auch das zusätzliche Gewicht ist zu vernachlässigen. Die Hülle liegt sehr gut am MacBook Pro an. Sie lässt sich fast nicht bewegen und macht allgemein einen sehr guten Eindruck. Die Spaltmaße des MacBooks bleiben ebenfalls 1A und die Hülle steht auch nirgendwo an, egal ob zugeklappt oder offen. Sie gibt auch keine Knarzgeräusche von sich, wenn der Mac auf- oder zugeklappt wird. Das war's dann eh schon wieder zur Hülle. Sie ist gut verarbeitet und lässt sich auch einfach am MacBook Pro anbringen und wieder entfernen. Wer viel mit seinem MacBook herumreist und genau weiß, dass er sein Notebook auch hin und wieder mal draußen und unterwegs nutzt, wird mit dieser Hülle viel Freude haben, da sie das MacBook gut vor Kratzern und anderen kleineren Gefahren schützt. Ich kann die Hülle also jedem, der sich das neue MacBook Pro gekauft hat, nur ans Herz legen, weil er euch damit lange treue Dienste leisten und gleichzeitig gut aussehen wird. Das war's dann von mir zu diesem Video. Falls ihr Fragen oder ähnliches habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.